Ja, also zunächst einmal die Dauer der Tests. Es ist so, dass in der Regel das relativ schnell geht. Man erhält das Testergebnis am darauffolgenden Tag, in der Regel allerspätestens am zweiten darauffolgenden Tag. Es wird bei einem positiven Test nicht ein zweites Mal getestet, denn der positive Test, der ist immer sicher positiv. Es ist nicht möglich, dass es einen falschen positiven gibt. Es ist umgekehrt möglich, dass es einen negativen gibt, aber der dann, wenn man, der ist dann noch nicht 100% sicher, weil es kann sein, dass die Virallast zu dem Zeitpunkt noch zu gering war. Deshalb wird in einem späteren Zeitpunkt noch einmal getestet. Dort ist das erforderlich, wird nachgetestet und erst wenn der zweite Test negativ ist, dann hat man eine gewisse Sicherheit. Aber auch nur für diesen Moment, das möchte ich betonen, denn natürlich kann man sich jederzeit dann wieder inzwischen angesteckt haben und das ist also immer nur eine Momentaufnahme der Test. Deshalb ist es auch umso wichtiger, dass man versteht, der Test allein ist nicht die Lösung und auch nicht, dass jemand negativ getestet worden ist, erlaubt dann zu sagen, ja, ich kann jetzt überall tun, was ich will. Denn inzwischen könnte die Person schon wieder infiziert sein und somit eine Gefahr auch für andere Menschen darstellen. Deshalb gilt immer, wir müssen uns alle so verhalten, als ob wir infiziert wären. Es kann sein, dass in einzelnen Fällen es länger dauert, bis Personen verständigt werden. Sie müssen wissen, diese Tests sind sehr aufwendig, bis zu 1000 Abstriche, das muss ja gemacht, die Personen müssen mit Schutzkleidung zu den betreffenden zu testenden Personen hin oder die Personen müssen eben zu diesen Standorten, dann wird das abgenommen, das muss dann in das Labor gebracht werden, muss ausgewertet werden, dann müssen entsprechende Benachrichtigungen erfolgen. Das ist ein Riesenaufwand und deshalb bitte ich hier schon um Verständnis, wenn es in Einzelfällen auch etwas länger dauern kann. Was geschieht mit den Personen, die positiv getestet worden sind? Die werden benachrichtigt und die werden dann aufgefordert, eine Liste zu erstellen jener Personen, mit der sie engen Kontakt hatten, damit man diese wiederum benachrichtigen kann und auch diese sich in Isolation begeben, in Quarantäne begeben. Dann gibt es noch vielleicht eine Liste von Personen, mit denen man nicht so engen Kontakt hatte. Die Personen, die in Quarantäne gehen müssten, aber zum Beispiel einen wesentlichen Dienst ausüben im Gesundheitswesen, die werden dann auch getestet und wenn sie einen negativen Test haben, können sie mit Schutz weiterarbeiten. Also das ist dann eventuell auch die Situation, die es mich treffen könnte. Ich bin als Leiter der Zivilschutzbehörde auch jemand, der einen solchen wesentlichen Dienst ausübt. Ich bin zurzeit ja nicht nur Landeshauptmann, sondern auch der Kommissar für die Epidemie und deshalb wäre es dann viele fragen dann noch, das ist ganz wichtig, warum werden nicht alle mit Symptomen getestet? Das ist einmal logistisch nicht möglich, das wäre ein Riesenaufwand. Wir müssten Tausende von Tests machen. Es grassiert ja zurzeit auch eine Grippe, andere Viren. Wir müssten viele Tausende am Tag machen und würden immer hinterherlaufen. Personen mit Symptomen müssen ja sowieso zu Hause bleiben und sich isolieren und somit stellen sie auch keine Gefahr mehr dar. Und solange es ihnen gesundheitlich nicht gravierend schlecht geht, ist es ganz einfach, das Beste zu Hause zu bleiben, isoliert zu bleiben, niemand anderen anzustecken und dann entsprechend dann irgendwann symptomfrei zu sein und auch wieder dann nach draußen gehen zu können. Umgekehrt müssen wir Personen testen, die unbedingt draußen bleiben müssen. Das sind die Mitarbeiter im Gesundheitsbetrieb, andere wesentliche Dienste. Ja, da müssen wir testen, denn da müssen wir schauen, dass Menschen nicht alle so lange warten müssen zu Hause, nur weil sie vielleicht theoretisch einen Kontakt hatten, denn dann würden wir zu viel Personal verlieren. Mit Symptomen ist klar, muss man sowieso zu Hause bleiben, da geht es nicht anders. Ich bitte um Verständnis dafür, das ist die Testmethode überall. Wir wollen zunehmend auch symptomfreie Personen testen, die eben zwangsläufig arbeiten müssen, irgendwo hin müssen, weil wir damit eben weitere Infektionsherde vermeiden wollen. Zum Beispiel, ich sage jetzt, wäre es durchaus ein Ziel, das geht aber nicht von einem Tag auf den anderen, zum Beispiel Mitarbeiterinnen von Lebensmittelgeschäften und so weiter Schritt für Schritt zu testen, obwohl sie vielleicht keine Symptome haben, nur damit man das Beispiel versteht, worum es geht. Während andere sollten wir ja alle zu Hause bleiben.